Die SA hielt man für also grässliche Leute, die johlen und brüllen. Und zum Beispiel, ich weiß noch, die haben von einer sozialistischen Zeitung in München, glaube ich, die ganzen Druckmaschinen aus dem Fenster geworfen einmal. Ich glaube, das war 1933. Mein Vater war sehr interessiert an Drucken, an Büchern und so weiter. Nicht? Und das war bei uns unglaublich, dass irgendein Mensch sowas zerstören würde. Also das war eine Art von hässlichen Leuten. Aber vor der SS hat man sich richtig gefürchtet. Da wollte man nur aus dem Weg gehen. Wir hatten eine Freundin aus England, die war ziemlich jung, also nicht so klein wie ich. Ich war da dann schon 10 oder so. Und die kam und hat sich die Uniformen alle angeschaut. Sie stand da am, also in dem, ich weiß noch, wo es war. Es war vor der, ach, die schöne Kirche, wie heißt sie? Nahe an der Feldherrenhalle. Und ich habe gesagt, Jane, um Gottes Willen, starr dir die nicht an. Die sind im Stand und schleppen dich mit, nur weil du sie anstarrst. Wir gehen weiter, du kannst dann so links und rechts ein bisschen schauen, aber um Gottes Willen nicht. Also man wusste alles das genau. In der Schule haben wir uns gegenseitig geneckt, getratzt auf Bayerisch, dass wenn wir schlimm sind, dann kommen wir ins Konzentrationslager. Das war alles völlig bekannt.